Kunstwerke geben sowohl Auskunft über sich selbst als auch über die Person, die sie ausgesucht hat. Das haben sich die Mitarbeiter der Kunstsammlung der Friedrich-Schiller-Universität gedacht, als sie auf die Idee zur Ausstellung Kunstgriffe kamen, die vom 16. Oktober bis zum 12. November in den Räumen des Kunstvereins im Optischen Museum zu sehen ist. Und so holten sie 13 Kunstwerke aus Büros von Uni-Angestellten heraus. Denn bei der Jenaer Universität darf man sich als Mitarbeiter aus dem reichen Fundus der Kunstsammlung einige Werke aussuchen, die dann die Arbeitsräume verschönern. Meistens suchen sich natürlich dann die Fachgruppen dann auch das Spezifische aus. Also die Physik hat sich den Abbe gewünscht, die Chemie den Döbereiner, Mediziner wählen meistens Mediziner aus bei den Porträts, also bei den abgebildeten Personen, oder aber auch gegenstandslose Kunst, wie beispielsweise Landschaften oder auch abstrakte Malerei. Die Kunstsammlung ist die älteste Sammlung der Universität Jena. In ihrer 450-jährigen Geschichte sind mittlerweile 1300 Objekte zusammengekommen, von Statuen über Talare bis hin zu Gemälden. Die Ausstellungsmacher stellten den Uni-Mitarbeitern auch die Frage, warum sie sich ausgerechnet für dieses bestimmte Kunstwerk entschieden haben. Wir haben die Kunstgreifenden gebeten, sich in ihrem Arbeitsumfeld mit dem Kunstwerk fotografieren zu lassen. Das sind meistens Büros und die meisten waren auch sehr angetan von dieser Idee und haben sich, und das freut uns besonders, auch bereit erklärt, für ein Foto zur Verfügung zu stehen. Und die Fotos hat Unifoc gemacht, also der Universitätsfotoclub, also auch hier eine sehr schöne, sinnfällige Zusammenarbeit. Die Kunstgriffe der Uni-Mitarbeiter sind dienstags bis freitags jeweils von 13 bis 16.30 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Vernissage ist am 15. Oktober um 19 Uhr.